Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher und mit unserem Alle. Kleine Insel voraus, meine Lieben, oben ist schon abgegrast. Wir brauchen Metallschrott, sprich, wir gehen gleich Schrott tauchen. Ich baue uns auch eine Taucherausrüstung, dass wir ein bisschen länger unten bleiben können. Dann ziehen wir um die Insel rum alles weg, was wir finden können, denn die Batterien gehen langsam wieder leer. Kupfer haben wir auf Vorrat, aber kein Schrott. Hier seht ihr schon das Ergebnis eines möwenreichen Tages. Es ist nichts mehr da, es ist alles weg, komplett. Das heißt, auch wenn ich es so schöner gefunden hätte, wir werden zumindest den hinteren Bereich probieren, dicht zu machen. Sollte die Möwe durchs Fenster kommen, werde ich die entsprechend tauschen. Dann machen wir hier halt ein Gewächshaus hin, das zu ist. Ist zwar nicht ganz so das Design, das ich mir vorgestellt habe, aber bevor ich jetzt da hinkomme, guck mal, ist alles weg, ne? Bepflanze ich natürlich jetzt auch nicht mehr. Jetzt pass mal auf. Ich möchte heute auch mal gucken, ob ich die Farbmühle bauen kann. Wir brauchen also 6 Schrott für die Farbmühle und ich brauche 3 Batterien. 6 Schrott, 3, 6, 9, 15 Schrott müssen wir jetzt bergen, Leute. Jetzt bauen wir uns aber erstmal die Taucherausrüstung kurz. Essen habe ich aufgelegt, trinken haben wir normalerweise auch genug. So, hier habe ich schon mal alles vorbereitet, damit wir jetzt uns Taucherausrüstung basteln, dass wir einfach mal ein bisschen länger auch unten bleiben können und jetzt schon wieder hoch müssen nach 2 Atemzügen. Ne? Wir brauchen einmal dafür die Sauerstoffflasche und damit wir schneller unterwegs sind, brauchen wir hier noch ein Plastik. Dann haben wir zumindest seit Ewigkeiten mal wieder eine Taucherausrüstung am Mann. So Leute, Flossen haben wir gebaut. Die Geschichte kommt eigentlich hierher. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich hatte nämlich die Sauerstoff... Ach, der hat mir unten die Flasche weggeballert. Das ist ja auch ein Stück... Das ist ja auch ein Stück. So, Dille. Dann hauen wir den Flubber wieder zurück. Ich habe auch Material. Hör ich gerade den Haifisch? Das Problem ist immer nur, mit dieser Floßbauweise siehst du den nämlich nicht. Wer weiß, wo der wieder rumhängt. Da hängt er rum. Der Sack. Der Liederiche. Jetzt habe ich kein Material am Mann. Ich habe aber auch erst alles repariert. So, Leute, dann würde ich fast sagen, wir machen da gar nicht lang rum. Entschuldigung. Schau mal, dass wir den Haifisch down kriegen. Ich laufe mal eben hoch. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Ich will ja die Batterie nachbauen. Ey, es sieht schon schön aus, ne? Die Farbmühle interessiert mich tierisch. Geht's euch gut? Ich nehme an, euch geht's gut. So, was war da jetzt geblinkt? Ich weiß es nicht. Manchmal blinkt's hier. So, wir müssen gucken, wo der Haifisch ist. Und dann hopfe ich da ganz beherzt ins Wasser. Mit diesem Speer. Dann hopfe ich aber gleich wieder raus, weil ich muss dann den Speer wechseln. Da ist er. Fisch! So, mein Freund. Ich weiß nicht, wie viele Stiche der noch braucht. Oh, ich kann sogar noch einen. Sehr gewieft. Und? Bämsle, mein Freund. Jetzt ist der Speer weg. Ich hole mir gerade einen neuen. Beziehungsweise, da liegt er ja eigentlich schon. So, weil das Coole ist, dann haben wir auch gleich Highsteaks, ne? Dann haben wir auch gleich Highsteaks, wenn es klappt. So, mein Freund, da bleibe ich mal bei dir im Wasser. Taucherausrüstung und Flossen lege ich erst an, wenn wir dann um die Insel paddeln. Wir müssen wahrscheinlich auch pennen vorher. So, meine Lieben. Und für morgen suche ich uns eine große Insel. Ich habe vor, morgen den Kollege platt zu machen. Oh, das ging aber schnell. Das ging aber schnell. Dann sollten wir vielleicht jetzt loslegen. Ich lasse übrigens ein Fleisch jetzt mittlerweile auch immer drin, weil das dann etwas länger dauert, bis der Haifisch wieder spawnt, ne? So, ich glaube, wir haben alles. Wir sind schneller. Ich spüre es direkt. Auf, gehen wir direkt los auf den Haken. Alles mitnehmen, was da ist. Vorzugsweise natürlich Metall. Also diese Schrottdinger, Stein lasse ich liegen, Stein braucht man nicht. Metall ist wichtig, Sand nehmen wir mit, Muscheln nehmen wir mit und natürlich Ton. Sollte eigentlich mit ein bisschen Glück heute eine coole, schnelle Runde werden. So, schade ist es natürlich schon um das letzte Haifleisch, aber ein bisschen mehr Zeit im entspannten Tauchgang schadet uns nicht. So, guck mal, da kriegen wir richtig schön Ton raus jetzt schon mal. Hier ist noch weiterer Metall. Es wird jetzt dunkel, da müssen wir kurz durch. Weil jetzt habe ich den Haifisch ja schon gerade down gekriegt, ne? So, ich hole mal kurz Luft. La, la. Im Idealfall kriegen wir auch noch gleich ein bisschen Kupfer und Metall mit. Normales Metall, ne? So, Leute, hier ganz wichtig. Die Muschel. Ich nehme sie mit. Es gibt ja ein Gericht, wo man mit einer Muschel was kochen kann, ne? Metallschrott. Wie gesagt, wir brauchen sehr viel. Ich will tatsächlich ja die Dings probieren. Diesen Farbkleckser. Aber Batterien gehen bei mir immer vor jetzt mittlerweile, seit ich die Ziege verloren habe. So, die zwei nehme ich auch mit. Flubber kannst du immer gebrauchen, gerade wenn uns dann mal wieder irgendwann das Zeug ausgeht hier. So, Dille. Oh, wie schön, eine Kiste. Und ich habe gesehen, da war Metall drin. Guck dir das an, wie es läuft, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass wir noch einen Tauchgang hinkriegen. Was ist das hier? Stein oder Ton? Das ist Ton. Das ist aber Stein, ne? Stein kann bleiben. Hier ist noch ein bisschen Metall, nehme ich mit. Die letzten Sonnenstrahlen. Hier ist nochmal was. Das nehme ich auch mit. Das nehmen wir auch mit. Einmal hoch, nochmal runter getaucht und das soll es gewesen sein. So, ich hole nochmal Luft.
Ja, die letzten Sonnenstrahlen, Leute. Und ab in die Tiefen miefen. Wir miefen in den Tiefen. Leider sehen wir nicht so viel. So, das ist wichtig. Das nehmen wir mit. Da vorne ist, glaube ich, noch mehr Metallschrott. Ist das jetzt Stein? Nicht, dass du da Stein rausholst. So, ich verzichte lieber auf Metall heute, weil da haben wir tatsächlich noch einen kleinen Vorrat. Schrott wäre wichtiger, ne? Hier ist nochmal was. Ah, schade, jetzt ist dunkel. Ich sehe nichts mehr. Den nehme ich jetzt auch noch mit, wenn ich schon dran vorbeitauche. So, Leute. Nochmal ganz knapp hier überall. War es das an Schrott? Das ist bedauerlich. Ein bisschen mehr hätte ich schon gern. Da liegt nochmal ein Stück. Dann nehme ich das auch noch mit hier. So, Leute. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass wir schnell hochkommen. Nochmal ein bisschen Metall. Die letzten Atemzüge rennen an. Hier würde ich noch gerne kurz durchtauchen. Auch auf die Gefahr hin, dass mich der Fisch kriegt. Also ein Biss kann er ja ruhig machen. Ne, das ist nichts. Hier waren wir, glaube ich, jetzt auch schon, gell? Leute, ich glaube, im Groben und Ganzen haben wir hier alles abgesucht. Ha, es ist nicht ganz so ergiebig, wie ich es mir gewünscht habe. Haben wir schon schrottreichere Tage gehabt, oder? Oder? Sieht noch jemand was? Nee, ich glaube, das reicht auch. Übertreiben wir es nicht. Sind wir froh, dass wir ein bisschen was gekriegt haben. Bevor uns jetzt jemand zusammenbeißt, gehen wir aufs Floß zurück. Ah, Paradiesle! Ein Paradiesle, da liegen sie. Oh, dann könnte es eventuell reichen. Komm, jetzt fahren wir volles Risiko. Wir sind ja gleich am Floß. Hier ist auch nochmal. Oh, schön. Schön. Sehr rentabel gewesen. Oh, da ist noch eins. Ist da noch eins? Was ist das hier? Ein Stein. Gut, das reicht jetzt wirklich. Jetzt gehen wir heim. Jetzt gehen wir heim. Ihr seht schon, ich habe mich da auch hochgebaut. Wie viel Schrott haben wir denn bekommen? Vier Stück. Zah, 24 Schrott, Leute. 24 Schrottimotti. Sehr, sehr geil. So, pass auf. Taucherausrüstung packen wir jetzt wieder weg. Kurze Orientierungsphase. Hier hinten drin ist eigentlich Equipment und Zeug. Ich würde sagen, unser Taucher-Equip bauen wir hier rein. Inklusive der Sauerstoffflasche. Jetzt räumen wir erstmal ganz gemütlich ein bisschen weg. Da freue ich mich jetzt drauf. Dann schlafen wir gleich. Guck mal, hier haben wir nochmal einen Bolzen bekommen. Dann haben wir hier 10 Metalle jetzt. Aber Kupfer. Doch, auch Kupfer war dabei, Leute. Schaut's euch an, wie wir Glück haben. So, die Schrott lasse ich schon mal hier drin. Die brauche ich nämlich bestimmt gleich. Dann haben wir tatsächlich auch noch mal ein paar Wasserpflanzen bekommen. Sand haben wir. Die Möwe macht mich narrisch. Ich muss draußen zumachen, weil ich will ja oben ein großes Gewächshaus, ne? Man muss natürlich dann immer überlegen. Hatten wir nicht auch Ton? Doch, hier ist Ton. Aber, pass mal auf, ich muss kurz Tonschalen machen, Leute. Ich habe oben nicht mehr viele. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal. Machen wir mal zwei Tonschalen, dann ist das schon mal erledigt. Den Haifisch werden wir gleich auflegen. So lobe ich mir das. Ich höre Möwen, ich höre Haifische. So ist das hier bei uns im wunderschönen Floßland. So, alles klar. Da singt da wieder irgendein Schrott zusammen. Was haben wir denn hier? Ach ja, das waren die Keulchen. Die Keulchen ohne Beulchen. Nö, da kannst du die Schalen schon mal hier rüber machen. Die brauchen wir dann später. Haifische wollen wir aufhängen, die Köpfe. Jetzt pass auf, ich ziehe mal die linke Seite die Kartoffeln ab und hau mir mal hier die Steaks drauf. Sehr cool. Ist da noch irgendwas dabei? Nö. So, Leute. Trinken müssen wir natürlich auch. Ich würde sagen, wir machen uns kurz hell. Oh, das hat sich gelohnt. Dann lichten wir jetzt gleich den Anker und gehen schon mal zusammen auf die Suche nach der nächsten großen Insel. Ich will unbedingt mal den Geier jetzt angehen, ne? Mache ich mir ein paar schöne Pfeile. Und dann probieren wir den mal vom Himmel zu holen. Beziehungsweise ihn beim Steinesammeln zu stören. So, gehen wir kurz pennen. So, meine Lieben. Haifisch, erstmal noch einen Brocken und dann geht es hier direkt weiter. Ich baue mir hier wahrscheinlich so eine Art Chill-Out-Hobbyraum hin. Da wird jetzt dann der Farbtopf hinkommen. Wenn das geht. Ich würde sagen, ein Haifisch reicht, Digga. Esse den Rest mit Kartoffeln voll. So, zack. Zack. Und kommt die letzte, dann hast du es wirklich ganz voll. So, meine Lieben. Batterientechnisch, ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendwas verholze, bauen wir uns erstmal die Batterien. Dreier, das könnte man machen. Ich hole unten kurz die drei Kupferbarren und Plastik. Lum, lum. Dann schauen wir mal durch, wie viel Saft die noch haben. Drei Kupferbarren. Eins, zwei, drei und mal auf jeden Fall Plastik. Jetzt pass mal auf, ich habe eine Idee. Eins, zwei, drei. Drei frische Batterien für die Tiere.
Und pass mal auf, kann ich gleich so eine Kiste noch bauen? Ich habe nämlich jetzt wirklich eine kleine Idee bekommen. Die Kisten, eine Kiste. Zack, die hat sich gelohnt, auch wenn sie ein bisschen Schrott gekostet hat. So, liebes Lama, ich nehme dir die Batterie weg und du bekommst von mir eine frische. Ja, du bist aufgehoben. Dir nehme ich die Batterie auch weg. Ein bisschen Saft ist aber noch drauf und jetzt kommt auch gleich die Idee. Halt. So, Wasser ist noch drin. Ich will kein Tier mehr verlieren. Wasser ist noch drin. Und ihr, meine Lieben, ja, ihr habt nämlich auch die Batterie fast leer. Bekommt auch eine frische. So, hier mache ich noch einen Schluck Wasser rein. Die Hühner. Halt. Das war nichts. Das war jetzt heute nichts, was du gemacht hast, gell? So, Leute. Und jetzt haben wir ja hier unseren Navigationsapparat. Im Moment jedenfalls ist er noch da. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz gucken wollen, ob ich da nicht irgendwo. Ne, so ist scheiße. Da will ich sie auch nicht unbedingt dranhängen. Ich kann sie natürlich davor setzen, wann das geht. Da hängt es aber arg drin. Ne? Hier gehen sie nirgends hin. Das könnte ich auch machen, wenn ich sie da rankriege. Und da war. Da. So, und jetzt kommen die ganzen kaputten Batterien hier rein und werden in Zukunft hier eingesetzt. Bis sie den letzten Saft. Weißt du, dann bin ich mit den Viechern sicher. So. Oh, ich sehe gerade. Ich anger noch, ne? Das heißt, wir haben eine große Insel in der Nähe. Kümmern wir uns drum, würde ich sagen. Ich muss jetzt nur ganz kurz überlegen. Ja, mach mal den Ding an. Komm, wir gucken mal, ob wir an die Insel zumindest schon mal in Sichtweite kommen. Segel raus. Anger rein. Und jetzt muss ich allerdings erst kurz gucken, in welche Richtung wir unterwegs sind. Schabüppelunkazüppel. So. Wir bewegen uns irgendwie gar nicht. Kann das sein, dass ich an der Insel festhänge irgendwie? Wo ist denn die kleine Insel? Die müsste doch irgendwo sein. Ach ja, ich hänge hier an der Insel fest. Das heißt, ich muss das Ding da hinten erstmal wieder abbauen, ne? Komm her, mach mal geschwind. Brauchen wir wahrscheinlich das und das. So, kommt das Holz mal kurz wieder weg. Die Matz, die gebe ich jetzt natürlich nicht her. Ich nehme alles mit, was ich kann. So, kurz da hoch. La 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 la. Aha, ein bisschen haben wir uns schon bewegt. So, Leute. Ja, guck mal, wir kriegen ja auch immerhin eine Planke zurück. Und Planken haben wir ja trotzdem ab und zu einen Mangel. So, das habe ich auch weg. Das war mir klar. Habe ich aber auch schon vorbereitet. So. Ja, wenn ich jetzt Holz im Überfluss gerade hätte. Boah, ich hasse dich, Haifisch. Nochmal. Habe ich ihn gerade noch abgehalten, ne? Mann, Mann, Mann. Ach, da oben war noch ein Brett drauf, das habe ich nicht gesehen. So, Leute. Ja, dann fahren wir an die große Insel und dann bauen wir aber erstmal in unserem Housing-Zeug weiter. Denn wir haben noch genug Metallschrott übrig für die Farbmühle. Und dann können wir nämlich ein ganz kleines bisschen hier mit Farben auch rumbasteln. Ich habe sogar die ganzen Blumen jetzt eingesammelt auf dieser kleinen Insel hier. Dass wir wirklich ein bisschen mischen können. Ich weiß ja nicht, wie viel Farbe du im Prinzip rauskriegst aus einmal Blume oder wie viel. Ich habe die Kosten noch nicht im Kopf. Hallo, Fisch. So, das Thema ist durch. La la, reparieren gehen wir später. Es sei denn, wir sind gerade hier, das passt. So, jetzt muss ich überlegen, da ist die Insel. Das heißt, ich steuere mich erstmal von der Insel weg. Der Wind kommt von hier. Dann würde ich sagen, erstmal Segel da rum. So, und in der Zeit, wo wir da rumgehen, gucken wir natürlich nochmal oben drauf, wie wir uns bewegen. 509, 510. Das heißt, ich muss die Segel nach der Insel nochmal rumreißen. So, im Prinzip sind wir jetzt auch von der Insel schon weg. Das heißt, wir flitzen jetzt erstmal ein Stück gerade an der Insel vorbei. Das Segel und dieses Navigationsgerät müssen näher zusammen, ne? Das muss ich noch irgendwann machen. So, und jetzt muss ich eigentlich nach der Insel komplett in die andere Richtung rüber, und zwar kerzengerade. Würde bedeuten, jetzt schon, oder? Wenn das überhaupt geht. So. Da sind wir mal gespannt. Es kann sein, dass es eine Weile dauert. Dann lasse ich es jetzt erstmal laufen. Wir gucken mal. Weil die ist ziemlich kerzengerade auf unserem Kurs. Nee. Das war klar. Aber es ging aber jetzt arg schnell leer, das Teil. Die Idee war super, oder, Leute? Hammer Idee. 2 Sekunden haben wir Batterie gehabt. 557, 558. Das bedeutet ja fast, ich muss in die andere Richtung.
La, 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 la. Dann probieren wir das mal. Windtechnisch. Da vorne kommt ein Floß, aber das ist sehr gut. Das würde ich mir gerne holen. Sparen wir da oben ein bisschen Batterie. Floß passt schon. So, 5. Oh, wir entfernen uns weiter. Dann war es doch richtig, was ich gemacht habe. Scheiße, aber jetzt holen wir das Floß, oder? Und dann können wir mal noch umdrehen. Oder wir nehmen einfach die nächste und fahren mit dem Wind ein bisschen. Ding müssen wir sowieso einsammeln. Weißt du, hier kommt ja bald nichts mehr an. Das holen wir uns jetzt kurz, Leute. Die schenken wir wieder zurück. Ist immer so. Okay, pass mal auf, lass mal gucken in der Zeit, wo ich aufs Floß warte. Ich möchte diese Farbmühle bauen, ne? Jetzt haben wir im Prinzip alles da, bis auf 3 Seile. Ah, komm, dann baue ich sie. Bams, dann haben wir das schon mal. Wie groß ist denn das Gerät? Ach Gott, ist die Mini. Die ist echt Mini. So machen wir das. Wir gehen jetzt gleich direkt mit dem Wind in den Müllstrom zurück, ein bisschen Material sammeln. Und dann, Leute, kommt die nächste große Insel. So, das habe ich mir jetzt schon mal eingesagt. Hier kann man ja nichts anderes abbauen, das kennen wir. Das Floß soll untergehen. Lumlilum, lalalum, lalalilalalalum. Jetzt mache ich erstmal da oben die Kiste wieder aus. Die irritiert ja trotzdem. Ist ja nur eine ständige Irritation. Weil das jetzt rumreißen, das sind wir ewig unterwegs. So, der Wind kommt von da. In dem Fall haue ich das Segel so grob in die Richtung. Ja, ein bisschen ganz noch rüber. So, meine Lieben, jetzt bauen wir den Farbtopf auf. Schauen wir mal, dass wir die erste Farbe gemischt kriegen. Hobbyraum kommt hier oben hin, haben wir gesagt. Ah, komm, warte mal. Ich möchte uns auf jeden Fall einen Tisch bauen. Sehr schön. Und ich würde sagen, ein, zwei Stühle. Ich muss ja erstmal gucken, wie groß das alles ist, ne? So. Oh, der ist schön groß. Ach, und du kannst ihn auch so hinhängen. Nee, ich würde sagen, da hinten schläft der Alterle. Dann haben wir hier. Ach, ist der schön. Gefällt mir sehr gut. Ich würde gerne noch einen Stuhl. Wahrscheinlich brauche ich noch einen Stuhl. Oh, der ist aber auch schön, ne? Ja, der ist doch cool. Das ist doch schick. Weißt du, wir haben ja die ganzen Sachen nie gebaut. Kann das? Er kann sich hinsetzen. Hier, guck mal. Oh, hier hocke ich rum. Hier weiß nicht, was ich machen soll. Watscher? Okay, alles klar. Coole Geschichte. Okay, und jetzt den Farbeimer. Weißt du, dass der denn hier so. Kann ich den auf den Tisch kann ich ihn nicht stellen, ne? Hä? Kann der nur. Wieso geht es jetzt nicht mehr? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Leute? Der ging. Kann das sein, dass ich den hier. Au, der braucht praktisch Wasser aus dem Ding. Ah, das ist ja sehr interessant. Das wusste ich nicht. Wo ist der Fisch? Hier. Ah, dann habe ich schon eine Idee, wo wir den hinbauen. Hier rein. Wir haben noch einen leeren Raum, ne? Hier Werkzeugkiste. Drüben Material. Und dann würde ich fast sagen, dass wir hier die Kunst- und Farbwerkstatt vom Alderle aufbauen. So. Das geht jetzt nicht, weil. Wir brauchen einen Wasseranschluss für das Ding, ne? Richtig? Okay. Ist mir egal, dann haue ich hier eine Planke raus. Muss ich allerdings Fundamentverstärkung hinbauen, ne? Das ist ja übles Tool. Hauen wir mal eine weg, die da. Die hauen wir mal kurz weg. Ja, dann kommt da eine Foundation-Verstärkung hin und dann passt es. So, ist ja witzig. Ist ja so lustig. Gefällt mir. Und jetzt? Kann das sein, dass ich jetzt einfach nur Blumenzeugs brauche? Lass mal kurz hochgehen. Blumen. Ah, die waren im Garten. Ne? Also dann packe ich die ganzen Blumengeschichten runter. Die waren im Garten hier hinten drin. Ich würde gerne Versuch Nummer 1 starten mit. Ich nehme an, die zwei sind es. Müssen wir allerdings auch Blumen anpflanzen. Bin ich gespannt, Leute. Der Wassermischer, beziehungsweise der Farbmischer, ne? So, Blume E platzieren. Aber durch Wasserkraft angetrieben, ne? Sehr schlau. Alderle. Früchtekompott. Haben wir den Früchtekompott eigentlich oben angeheftet irgendwo? Bin ich mir jetzt gerade überhaupt nicht sicher. Zeig mal kurz. Ah, okay, guck mal.
Für einen Früchtekompott brauchst du Ananas, Mango, Melone und Giftbeeren. Bin ich jetzt gespannt, pass mal auf. Ananas, Giftbeeren, Mango und eine Melone. Machen wir uns einen Früchtekompott, Leute. Machen wir uns einen Früchtekompott. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, so ein bisschen rumwirtschaften hier mal mit unseren Sachen, oder? So, wir brauchen das da. Wir brauchen das da. Wir brauchen einmal eine Melone und wir brauchen eine Ananas. Und beginne mit dem Kochen. Früchtekompott läuft. Da können wir uns später auch noch ein Fischbrühe machen oder irgendwas. Also ich hole da hinten runter, ne? So, jetzt ist doch da normalerweise meine Farbe fertig, oder? Okay, das geht nicht. Brauche ich da zum Schöpfen? Ah ne, guck mal hier. Blaue Farbe aufnehmen. Oh, da hat aber jetzt viel blaue Farbe reingehauen. Aus einer Blume kriege ich so viel Farbe raus. Oh, das ist ja geil. Das ist ja sehr geil. Ah, jetzt brauche ich noch einen Pinsel normalerweise, oder? Bin ich mal gespannt, ob ich den herstellen kann. Gab es da nicht irgendwo einen Pinsel? Hier ist der Pinsel. Wir brauchen Seile, Blanken und drei Federn. Geile Geschichte. Seile, Blanken und drei Federn. Bin ich mal gespannt jetzt. Seile, Blanken und drei Federn. Seile, Blanken und drei Federn. So, Leute. Jetzt baue ich uns einen Pinsel. Und mache den hier drauf. Muss ich dann die Farbe auf den Pinsel ziehen? Für mehr Farbe halten. Linke Mausbutton. Stopp. Weißt du, was du jetzt gestrichen haben willst? Ich will das jetzt ja mal hier testen, ne? Nö. Kann das sein? Funktioniert denn das? Verwandle dein Floß in ein buntes Zuhause. Für mehr Farbe halten. Vielleicht kann der. Oh, kurzer Moment. Ich sehe gerade, uns geht's schon wieder dreckig mit dem Wasser. Ich muss mal gucken, irgendwas habe ich vergessen. Alter, dann nicht kaputt gehen jetzt bitte. Ich habe hier Wasser. So. Wir essen dann nachher auch gleich einen Kompott. Das kann ich ja dann nochmal neu machen hier. So, jetzt muss ich mal kurz nachlesen. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen, ne? Also, wird zusammen mit dem Pinsel verwendet. So. Das funktioniert nicht. Den Pinsel drauflegen auch nicht. Wenn ich den Pinsel hier habe. Irgendwas muss ich jetzt mal anmalen. Ich weiß nur nicht was. Ach, rechte Maus, mehr Farbe. Kurzer Moment, ich muss nochmal runter. Ich will ja eigentlich nur da unten ein bisschen rumschrauben. Ich will das gar nicht so bunt machen, ne? Okay. Ach, wie geil. Ach, wie geil, Leute. Okay, er hat aber jetzt die Farbe schon aufgebraucht, ne? Ja, aber cool. Coole Geschichte. Ja, ich habe jetzt nicht viel gemacht, ne? Oh ja, schön. Da haben wir ein schönes Hobby erwischt für den Alterle. Geile Geschichte. Also mische ich auf jeden Fall mal ein bisschen Farbe nebenbei, wenn ich wieder unterwegs bin im Müllstrom. Habe ich hier nicht. Haben wir hier nicht. Doch hier, ne? Farbe aufnehmen. Jetzt haben wir tatsächlich gelb geholt. Dann würde ich aber nochmal blau anmischen. Ich denke auch fast, dass ich einen zweiten Farbmischer platziere irgendwann. Ah, jetzt ist ja geil. Jetzt ist ja geil. Und vor allem, wie viele verschiedene Farben du da machen kannst, ne? Krass, krass, krass. Jetzt hätte ich gerne eine komplette Gelb hier hingehabt. Sehr schön, sehr gut. Weißt du, so ein bisschen schwedische Farben habe ich überlegt. Ja, Leute, wie cool ist das denn? Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Jetzt brauche ich hier natürlich später eine Hobbykiste. Im Moment werde ich die hier erstmal verwenden. Die da drüben. Dann machen wir jetzt den Pinsel nochmal rein. Die Blumen auch. Da organisiere ich unten was für uns. Da organisiere ich uns was, Leute. Jetzt pennen wir mal eben. Schön. Ich wollte nämlich auch noch heute ein paar von unseren Köpfen aufhängen. Da bin ich auch noch dran heute. Jetzt müssen wir aber erstmal in die Küche. Ich brauche ein bisschen Kompott oder irgendwas. Ich hoffe, ich habe die Schalen. Ja, die Schalen habe ich.
freue mich gerade richtig, dass es regnet. Dann sparen wir ein bisschen Batterie. Sieht es denn hier aus gerade? Weit und breit nichts. Ja, da kommen wir schon hin. So, meine Lieben, pass auf. Ich nehme unseren Kompott hier aus. Zweimal Kompott. Oje. Gut, der war jetzt günstig. Kannst du vorgehen, kannst du noch einen Haifischsteak essen, Digga. Eigentlich andersrum. Erst das Steak und dann den Kompott. Und komm, schnapp dir zwei Kartoffeln. Schnapp dir einen Haisteak. Und dann ab dafür. Kartoffeln hatte ich gestern auch. Schöne, gute Ofenkartoffel. Wo ist unser Haisteak, Leute? Auf der 8. Ne, es sind die Federn auf der 9. So, komm, wir gucken mal kurz, wie das mit der Farbe jetzt ist. Lalali, lalalalalum, lalali, lalalalum. Ja, weißt du, dann ziehe ich mir so schwedische Farben außenrum hier. Das ist so der Touch, den das Floß kriegt. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz reingucken. Im Moment keine Insel, Batterie bald leer. Kein Problem. Jetzt pass mal auf. Für den Haifisch, wo ist der Rest des Hais hin? Den haben wir gefuttert. Dann brauchen wir Housing technisch, um deinen Fang zur Schau zu stellen zu können. Ich nehme an, dass wir den brauchen, ne? Probieren wir mal. Ich würde das auch tatsächlich hier. Muss ich mal gucken. Okay, da brauchst du eine Wand, ne? Oh, du kannst ein komplettes Frame. Oh, krass. Muss ich das jetzt schon machen? Nee. Ich glaube, den musst du dann nachträglich anhängen. Jetzt überlege ich gerade, wie das auszusehen hat. Hier will ich es nicht. Ich könnte es praktisch hier als Fenster so reinmachen. Lass uns das mal spaßhalber hier hinhängen. Gucken, wie es aussieht. Und jetzt müsste doch normalerweise, wenn ich den Haifisch da drauf nehme. Hängt da falsch rum. Was ein Scheiß. Okay. Warte mal. Haikopf nehmen. Kopf platzieren. Das heißt, ich muss das nochmal rumdrehen dann, oder? Bin ich gespannt. Er hat ja nach oben geschaut. Das wollen wir natürlich nicht. So, noch einmal. Das heißt, so, ne? Jetzt ist auch die Beschriftung unten. Ja! Ja! Oh, wie cool. Oh, wie cool. Machen wir noch mal eins auf jeden Fall da hinten hin. Jetzt sehe ich das erst mit dem Beschriftungsding. Drehen. Drehen. Nee, ist wieder falsch jetzt, gell? Kann ich das so machen? Treffe ich es dann oder bin ich zu weit weg? Ja, hat geklappt. So, meine Lieben. Ein Haifischkopf hänge ich da noch hin. Oh ja, das wird gut. Wir haben nämlich sehr viele Haifischköpfe, ne? Nur mal so zur Info. Da. Wir haben 20 Haifischköpfe. Schweineköpfe hänge ich natürlich dann eher irgendwo anders hin. Dass nicht alles aufeinander gestaucht ist. Aber den will ich jetzt hier nur haben. So, Leute. Hat was. Ja, ist doch cool. Jetzt pass auf, jetzt habe ich natürlich noch folgendes Problemchen hier. Wenn wir mal ganz kurz gucken, wie es mit unseren Mats bestellt ist. Ich räume nochmal das kurz weg. Große Insel irgendwo. Ich sehe momentan keine. So, wir haben hier auf jeden Fall Schrott. Brauche ich jetzt erstmal keinen mehr. Dann haben wir hier noch ein bisschen Metall übrig gehabt. Das brauche ich oben in der Küche. Die Feder darf nochmal kurz weg. Huch. Hä? Was auch immer ich da jetzt rausgeschmissen habe, ich erwische es gerade nicht mehr. Was hängt denn hier jetzt rum? Kriege ich das, wenn ich so mache? Ne, irgendwas ist passiert. Keine Ahnung was. Stein kommt hinten rein, das Zeug bleibt da. Du darfst hier, aber da ist kein Platz mehr für dich. Du kommst eigentlich hoch. Dann haben wir hier noch so ein paar Werkzeuge, die ich doppelt gemacht habe. Sehr schön. Pass auf. Wir brauchen kurz ein bisschen Holz. Wir brauchen kurz ein paar Wedel. Ich muss mal kurz schauen, dass wir das Ding zumachen oben. Dann können wir beim... Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Guck mal, die Haifischköpfe jetzt, ne? Vielleicht baue ich an dem Turm hier die anderen Haifischköpfe hoch. Weißt du? Mal ein bisschen rumspielen damit, würde ich sagen. Ja, zumachen würde ich.
Das war mein Dings, Leute, mein Zimmermannshammer, der weg ist. Jetzt habe ich, sehe ich es gerade. Ich baue mir einfach einen neuen. Ich habe mir nicht mehr aufheben können, haben wir ja gesehen gerade, ne? So, pass auf. Ich zimmer da jetzt einfach eine Decke drauf. Ich kann natürlich trotzdem ganz kurz nochmal einen Test machen. Wenn ich mir hier noch eine Schräge hinziehe. Hier noch eine Schräge hinziehe. Ja. Und dann da oben die halben draufklatsch. Entsprechend. So, und jetzt kann ich doch normalerweise hier eine schöne Dachschräge ranbauen, oder? Ja, ich erinnere mich, das haben wir das letzte Mal schon gehabt. Ich muss da tatsächlich unterfüttern, das verstehe ich nicht ganz. Aber ist mir jetzt auch egal. Nee, das geht jetzt nicht mehr. Fehlt jetzt Material? Nö. Zack, zack, zack. Dann haue ich mir hier eine Schräge hin, weil ich es kann, So. Da geht jetzt nichts. Und dann haue ich jetzt hier wieder eine ganze Mal. Weil ich muss zumachen für die Möwe. Sonst haben wir... Die muss ich gleich wegnehmen nochmal. Hier kriegst du jetzt keine hin, weil... Keine Säule. Oh, das ist natürlich auch übel. Kannst du hier... Muss ich mal eben was gucken. Kannst hier nämlich normalerweise... Einfach mal gucken, wie es aussieht. Ist ja witzig. Sehr, sehr witzig. Oh, das hat sogar Style, finde ich. Ach, ich kann jetzt sogar auf die Ebene hoch, wenn ich das will, ne? Wie sieht denn das von weiter weg aus? Ah, total, total knuffig, finde ich's. Total gut, Leute. Pass mal auf, das ziehen wir jetzt so durch. Zack, hier mal nochmal eins hin. Hier nochmal eins. Dann haue ich da nochmal zwei Schrägen dagegen. Und hier auch nochmal eine. So. Und hier hätte ich ja gerne eine runter gehabt. Aber das lässt er mich nicht, ne? Das lässt er mich nicht. Ist bedauerlich, aber ich mache hier vorne noch zu. Geht nicht, weil da wieder keine Unterstützung drin ist. Es sei denn, ich lasse das jetzt so. Also der hintere Bereich soll dicht sein und hier vorne zwei Vogelscheuchen hin sollten doch normalerweise die Möwen halbwegs aufhalten. Ich könnte natürlich hier, wenn wir Glück haben, noch eine kleine Wand dazwischen bauen. Nee, das ist das Problem, dass ich das hier so verbaut habe. Ey, das hat aber was. Gefällt mir. Unsere kleine Gartenlaube, ne? Ich kann natürlich jetzt hier auch noch eine Säule hinmachen oder zwei. Lass mal kurz gucken. Habe ich die Säulenmaterialien bei? Nee, ich habe keine Nägel bei. Wenn ich jetzt hier noch eine Säule hinmache, kann ich es noch weiter vorziehen, oder? Oder ich mache hier eine kleine Säule hin. Wenn ich es hier hinmache, kann ich es noch weiter vorziehen. Will ich jetzt kurz testen, dann machen wir aus für heute. Wie gesagt, ich probiere eine große Insel zu finden, dass wir beim nächsten Mal auf jeden Fall ans große Vögelchen rankommen. Da habe ich jetzt schon Bock zu gucken, wie der dann so reagiert, ne? So, ich brauche Nägel. Brauche ich Metallschrott für was anderes noch? Im Moment nicht, ne? Ich hole eh nochmal einen neuen. Hau mal die Nägel durch. Gehen wir nochmal hoch. So. Ja, guck mal. Hat schon was, hat schon was. Gefällt mir schon. Wie sieht es denn von der Seite aus? Da habe ich noch gar nichts gesehen. Ah, hier können wir auch verzieren. Wir müssen gucken, ne? Die Möwe, die macht uns nämlich sonst das Leben schwer. Ich werde jetzt das Risiko einer Säule hier und hier eingehen. Oh. Hier lässt er mich keine Säule hinsetzen, wegen dem scheiß Ding hier, ne? Mach mal anders. Ich hau den weg. Und dann hau ich die Säule hier hin. Und dann probieren wir es noch einmal, indem ich... Das gibt einen Platz. Siehst du, das habe ich mal fast gedacht. So, Alterle. Dann hast du die Geschichte. Und jetzt pass mal auf. Wenn du die jetzt... Das sieht aber scheiße aus, ne? Und die Schräge jetzt dran machen geht auch nicht, oder? Doch. Doch, weißt du, wie es gehen wird? Ist halt ein sehr säulenintensives Unterfangen. Ich glaube, wenn ich so mache... Ah, Haifisch. Nee, ich dachte, ich kann es dann nach unten klappen. Es sei denn... Ja, schade um die, ist schade gewesen jetzt. So, das heißt, im Prinzip mache ich jetzt wenigstens dann dazu, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ist es doch halb schön. Der war falsch, Alter. Der war falsch. Hier kann ich mal dann überlegen, ob ich es so lasse oder ob ich da auch noch Säulen reinsetze irgendwann. So, meine Lieben, das Floß nimmt langsam Gestalt an. Ich glaube, wir können ganz zufrieden sein. Auf jeden Fall sind wir Selbstversorger. Es kann uns hier nicht mehr viel passieren. So.
Siehst du, hier könntest du auch nochmal einen Fischkopf dann hinhängen. Kleine Gartenlaube ist soweit durch. Natürlich kommen die Möwe trotzdem. Ich setze hier und hier eine Vogelscheuche hin, wenn die durchgebissen ist. Und dann können wir hier unser Zeugs anpflanzen. Passt schon. Hier würde ich dann aber auflassen auf dieser Seite. Das ist dann mehr oder weniger so ein bisschen die Sonnenterrasse. Schöne Geschichte. Gefällt mir. Wird auf jeden Fall gemütlich. Nehme mal an, dass ich den hier noch wegbaue. Weil da hängt echt tatsächlich so ein bisschen Schäppchen in der Gegend rum. So sieht es besser aus. Und den baue ich auch noch weg. Wir brauchen das Zeug eh nicht in dem Maß. So. Und dann können wir uns sogar überlegen, ob wir das nicht noch einmal weiter vorziehen. Nö, brauchen wir nicht. So bin ich zufrieden. Zwei Vogelscheuchen noch. Bäm. Und da können wir uns auch noch was überlegen. Gab es nicht eine Fahne? Doch, die Windfahne. Ich guck mal, warte mal, was kosten die? Letztmalig für heute. Der Herr Wimpel. Wie schön, dass wir den noch bauen konnten jetzt. Den würde ich tatsächlich hier einen Wimpel draufsetzen, wenn es geht. Hier geht's. Nee, ich würde den gerne hier oben hinsetzen. Ah, da lasse ich mich jetzt den Wimpel nicht hinsetzen. Dann setze ich hier einen hin. Immerhin, oder? Weißt du, wir sehen dann zumindest auch von hier, wo der Wimpel. Ach, das ist schön. Da könnte eigentlich hier auch noch einer hin, ne? Kann ich noch einen? So, meine Lieben. Genug gebastelt für heute. Wir gucken noch mal kurz aufs Na. Lama, wenn dir nicht danach ist, ne? Geh essen. Geh mir nur nicht drauf, bitte. Stopp, da ist eine. Ach so, pass mal auf. Wind kommt hinter uns. Das heißt, wir bewegen uns in die Richtung. Dann sind wir schon mehr oder weniger dran vorbei, ne? Ein Versuch ist es aber wert, da noch hinzukommen. Und zwar, zack. Da müsste ich jetzt drauf zusteuern. Schön, Leute. Es ist jetzt richtig bombastisch groß, ne? Oh, ich sehe gerade die Uhr. Wir kommen drauf zu. Wir kommen drauf zu. Die Segel stehen genau auf Inselkurs. Und zwar ziemlich gut. Also, wenn alles klappt, Leute, das habe ich gar noch nie gesehen, dass das Ding leuchtet hier dann, ne? Das habe ich noch nicht gesehen, dass das Ding leuchtet. Ja, wir flitzen auf die Insel zu. Wenn alles klappt, sehen wir uns morgen auf jeden Fall um 17 Uhr hier wieder. Und dann mit ein bisschen Pfeil- und Bogenausrüstung. Wenn ein Schwein auf der Insel ist, holen wir uns. Wir wollen ja noch ein bisschen die Lederrüstung craften. Und den Vogel will ich noch machen, ne? Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, dass wir den großen Vogel einmal versuchen zu kriegen. So Leute, bis morgen um 17 Uhr. Ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.